Es regnet noch immer, insofern keine besonderen Vorkommnisse in der Halbzeitpause. Und das macht natürlich die Sache für die Akteure beider Mannschaften in der zweiten Halbzeit auch nicht gerade leichter. Freistoß, klare Sache. Da gibt es auch keine Proteste auf dem Platz. Könnte flanken. Und das hat er gut gemacht, wie er den Ball da wegfaustet. Sam. Jetzt ballert. Stefan Kießling. Und solche Chancen macht er normalerweise rein. Und? Ja, erster Schuss war drin, aber diesmal hat es nicht ganz gepasst. Ja, aber ich glaube, wenn der so weitermacht, dann sehen wir noch ein Türchen von ihm. Kadlec. Ja, das sieht schon großartig aus, was der da macht. Schwab. Das ist Hüppier. Ballack. Sam. Schwab. Kadlec. Gute Abwehr. Renato Augusto. Sam. Er hat halt die technischen Voraussetzungen, um sowas leicht aussehen zu lassen. Er flankt souverän wie er. Schwab. Souveräne Leistung des Verteidigers. Oh, da wird der Trainer sauer sein. Gibt Freistoß, war auch eine korrekte Entscheidung nach diesem Foulspiel. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich zwei frische Spieler in die Partie. Kahlenberg. Diego. Ja, wenn man ihm dabei zuschaut, denkt man, das sei gar nichts. So sieht ein Pass aus. Der ist drin! Trainer will taktisch noch mal was ändern. Was heißt will? Er muss taktisch noch mal was verändern. Wechselt aus. Schwab. Kadlec. Gonzalo Castro. Sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Ja, das gibt Einwurf. Michael Ballack. Das sieht gut aus. Lars Bender. Ja, und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Ball im Aus, hat einen Einwurf zur Folge. Oh, das war eine klasse Chance. Naja, kein Problem. Kadlec. Ball war kurz frei, jetzt ist er wieder weg. Jan Pollack. Und nachdem der Ball im Tor aus war, gibt es Ecke. Kopfball. Möglichkeit jetzt. Und Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Ja, der Ball fliegt weit, aber genau. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Ja, das ist Michael Ballack. Tja, wo sollte er noch hin mit dem Ball? Stand unter Druck, Ball im Aus. Das gibt Einwurf. Am Ball jetzt Michael Ballack. Ja, das ist das Ergebnis guten Flügelspiels. Grafit.
Nee, das kann er viel besser, viel, viel besser als in dieser Situation. Ja, Ball war im Aus. Und das ist Baller. Lars Bender. Schwab. Wunderbarer Pass. Ja, in der Defensive sind sie sehr aufmerksam. Den Ball hat Sandy. Ja, der Ball kommt. Aber bei hohen Bällen macht er einen ganz sicheren Eindruck. Bei denen gibt es ja kaum Ballverlust. Ja, gutes Passspiel heute, finde ich auch. Technisch stark, sehr dynamisch. Souveränes Torwartspiel in dieser Situation. Gonzalo Castro. Los weg hier. Tuncay. Kahlenberg führt den Ball. Herrliche Flanke. Ah, abgefangen. Schäfer. Beide Teams haben noch 4 Minuten. Das ist Kahlenberg. Er hat den Ball sich wiedergeholt. Gut gemacht. Das ist Hüppier. Renato Augusto. Gutes Abwehrverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Schäfer. Ja, Fans freuen sich über solche Abwehraktionen. Renato Augusto. Gonzalo Castro. Ja, und mit seiner Abwehrarbeit bringt er die Gegner heute fast zur Verzweiflung. Tuncay. Ja, er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. So, und wir sehen den vierten Unparteiischen. Wir sehen die Tafel, die er hochhält. Und wir sehen, dass 3 Minuten nachgespielt werden müssen. Yusui. Hasebe. Jan Pollack. Das ist Sandy. Gerade noch rechtzeitig abgefangen. Ja, und da wird er möglicherweise der Trainer nämlich einen neuen Mann bringen müssen. Und der Schiedsrichter gibt einen Freistoß. Ja, und für ihn ist jetzt hier Vorsicht geboten, Sebastian. Ja, und der Trainer, das sehen wir jetzt, überlegt auch schon, was macht er. Sein bester Goalgetter ist verwarnt, riskiert er jetzt rot. Sebastian, kannst du die Entscheidung überhaupt irgendwie nachvollziehen? Und der Schiedsrichter beendet die Partie. Ja, liebe Zuschauer, herzlichen Glückwunsch kann man da nur sagen. Denn manchmal ist es so, dass nicht nur das Ergebnis stimmt, sondern auch die Leistung, die dazu beigetragen hat, oder Sebastian? Ja, das haben wir auch vor dem Spiel immer wieder angesprochen und uns selber erhofft, dass wir so ein Fußballspiel sehen. Diese Spielkunst, dieser Offensivgeist, das hat mich wirklich begeistert. Also das haben Sie toll gemacht. So, das war es unsererseits, liebe Zuschauer, zumindest für heute. Bis zum nächsten Mal.